Wer auf der falschen Leiter schnell klettert, kommt nur schneller ans falsche Ziel. Denn wenn Sie da auf der falschen Leiter beruflich klettern, kommen Sie nur schneller ans falsche Ziel und Glück wartet dann da nicht auf Sie. Es geht ein junger Mann durch die Straße, sieht einen Laden und auf diesem Geschäft oben auf dem Schild steht, Sie können hier alles bekommen, was Sie wollen. Er sagt, naja, versuchen kann man es mal. Geht da rein, steht ein älterer Herr dort hinter der Theke und er fragt ihn, sagen Sie mal, stimmt das, was da draußen steht? Kann ich hier alles bekommen, alles, was ich will? Sagt der alte Mann, ja, alles. Einfach alles. Sagt der junge Mann, oh, dann hätte ich aber da mal eine Liste. Also, Gesundheit, Reichtum, eine tolle Frau, viel Spaß, mein Leben soll eine ewige Party sein. Sagt der ältere Herr, Moment. Das stimmt schon, Sie können hier alles bekommen. Aber da muss ein Missverständnis vorliegen. Sie bekommen hier nur den Samen, nicht die Früchte. Das heißt, und da müssen wir ein ganz ernstes Wort drüber reden, wenn Sie Ihren Lebenssinn haben, dann sind Sie am Start, nicht am Ziel. Am Start, nicht am Ziel. Und dann geht's erst los. Und dann kommt dieser zweite Teil da mit rein, dieser Faktor Mut. Dass wir den Mut haben, das auch zu tun. Ich glaube ganz fest, dass viele Menschen gar nicht den Lebenssinn suchen, weil sie dann schon ahnen, dass wenn ich ihn habe, dann muss ich ja was machen. Da muss ich ja was ändern. Und das ist gar nicht so einfach. Denn sehen Sie, uns geht's ja gut. Wir sollten uns bewusster sein, Selbstbewusstsein hat damit zu tun, dass wir uns bewusster sind, wer bin ich, was ist meine Aufgabe. Wir haben gar keine andere Wahl. Wenn wir zu dem Menschen werden wollen, der wir sein können, haben wir keine andere Wahl, als uns mit den zentralen Fragen unseres Lebens auseinanderzusetzen, Antworten zu suchen. Das verändert sich auch. Auch dazu kommen wir noch. Es ist nicht nur so, dass wenn Sie einen Lebenssinn haben, dass Sie dann einmal jetzt am Start sind. Möglicherweise ändert er sich auch noch in 10 Jahren. Das macht es ja noch komplizierter, aber dann haben Sie den Weg verändert.